Einer der vielen Todesfälle an dieser Schlucht. Professor Schmetterlings experimenteller Fluganzug. Dies hier ist das letzte Foto von Professor Schmetterling. Schon viele haben versucht, die mächtige Puyahoga-Schlucht zu überqueren. Und die meisten haben versagt. Bis auf Ricky Myron, die fliegende Fackel. Er sprang über die Schlucht mit einem Corley-Motorrad. Später wurde entdeckt, dass er seine Corley manipuliert hatte, und zwar mit einem zulassungswidrigen Spezialtreibstoff-Rückstoßbooster der Zerstörerklasse. Myron erklärte, er würde diesen Sprung gerne wiederholen, um seinen Ruf zu bereinigen. Aber seine Spezialrampe sei von einer geheimnisvollen Trucks entführenden Motorradgang gestohlen worden. Achtung! Die Puyahoga-Schlucht zu überspringen ist sehr verlockend, aber strengstens verboten und höchst gefährlich. Wir empfehlen zur Überquerung der Schlucht die kürzlich erbaute Puyahoga-Brücke. Fahren Sie vorsichtig. Father Talk. Hab dich nicht mehr gesehen, seit du von den Polecats weg bist. Hey Ben, was macht meine Gang? Ja, das ist eine lange Geschichte. Kennst du einen Weg um die Puyahoga-Schlucht? Um sie herum? Die ist viele Kilometer lang, Ben. Wo ist das Problem? Hast du was gegen die Brücke? Die ist explodiert. Oh, schade, das habe ich verpasst. Naja, du könntest ja springen, so wie Ricky Myron. Die Käfer schlagen seine Rampe in ihrem Versteck. Das muss irgendwo an dieser Straße sein. Der Eingang ist völlig unsichtbar, solange du nicht so eine verrückte Käfischbrille trägst. In diesen Brillen sind Spezialsensoren. Die registrieren die Punkte auf der Straße und größere Dinge der Umgebung. Damit orientieren sie sich. Ganz schön bekloppt, was? Was machst du hier draußen? Weißt du, der Ruhestand ist ziemlich beschissen, Ben. Also dachte ich, ich komme mal wieder zur Old Mine Road und suche nach etwas Ärger. Dafür ist die Old Mine Road doch da. Ich muss jetzt weiter, Ben. Zu viele Watzen gegessen. Nun, dann mach's gut, Vater. Mach sie fertig, Polecat. Es gibt nichts Besseres als rohe Gewalt, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Nette Formen. Eigentum von Ricky Myrons reisender Stuntshow. In diesen Brillen sind Spezialsensoren. Die registrieren die Punkte auf der Straße und größere Dinge der Umgebung. Damit orientieren sie sich. Den Kerl bin ich fertig. Hey Ricky, ich habe deine Rampe mit aufgemalten Flammen an den Seiten zurückgeholt. Was hat Ricky Myron, was ich nicht habe? Ich habe genug an meinem Bike rumgebastelt. Thank you.
Ich kann das. Das war Nestors Schuld. Steigt schnell rein, ich habe einen Plan. Wir werden diese Corlegöre aus ihrem Versteck locken. Mit einem Motorrad. Boss, sie hat doch schon eins. Ja, aber an diesem hat sie mit ihrem Vater gearbeitet. Ist so eine emotionale Sache. Versucht nicht, das zu verstehen. Jetzt beeilt euch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mo ein Falscher war, aber andererseits... Das ist der Typ, von dem ich dir erzählt habe, Susi. Bist du sicher? Ja, das ist der Kerl, der meinen Vater umgebracht hat. Okay, Vultures, spannt ihn auf! Los, erledigt ihn! Schnell! Hör zu, Mo. Du machst einen großen Fehler. Oh, Ben, du hast recht. Wir sollten das nicht schnell erledigen. Die Sache sollte sich noch ein bisschen ziehen. Was denkst du, Susi? Hey, ich hab heute noch nichts vor. Ihr habt sie gehört, Kinder. Lasst uns das hier durchziehen. Dein Vater? Wag es ja nicht, von meinem Vater zu reden, du Bastard. Corley und ich. Ich sagte halt die Klappe über meinen Vater. Lass mich gehen, oder? Oder was? Ich werde den Laden hier auseinanderreißen. Ironische Wortwahl, Ben. Ich habe sie immer meinen kleinen Wirbelwind genannt. Ich werde dich beschimpfen. Oh, wie denn zum Beispiel? Wirbelwind. Woher? Wo hast du das gehört? Dein Vater, der hat es mir kurz vor seinem Tod erzählt. Du hast meinen Vater niedergeprügelt und dann mit ihm über alte Zeiten geplaudert? Ich hab ihn nicht umgebracht, sondern Ripburger. Jemand hat es fotografiert, aber die Kamera ist gestohlen worden von demselben Kerl, der hinter dir her war. Ich habe den Film noch. Gut, dann entwickle ihn, okay? Solange ich noch in meine Kleider passe. Okay, du bleibst hier. Hey! Tut mir leid. Ja, ist schon in Ordnung. Ich werde diesen Ripburger erwischen, selbst wenn ich dabei draufgehen sollte. Nein. Wir müssen Ripburger auf der Aktionärsversammlung bloßstellen. Auf diese Weise können wir ihn absägen, meine Gang aus dem Gefängnis holen und deinem Vater seinen letzten Wunsch erfüllen. Du übernimmst Corley Motors. Ripburger hat die Aktionärsversammlung abgesagt. Er hat vor der Presse erklärt, es würde keine Versammlung geben, solange die Mörder nicht vor Gericht stehen. Also keine Aktionärsversammlung, bis wir beide tot sind? Das ließe sich einrichten. Okay, dann mal los. Inszenierung von Bens und Maureens Tod. Akt 1, Szene 1. Adrian Ripburger, in einem verzweifelten Versuch, Maureen aus ihrem Versteck zu locken, hat sich folgenden Versagerplan ausgedacht. Der erste Preis des heutigen Demolition Derbys ist eine uralte Hardtail, die Mo mit ihrem Vater wieder in Schuss gebracht hat. Rip hofft, dass sich Mo in einem Anfall sentimentaler Anhänglichkeit besagtes Bike unter den Nagel reißen will. Also spielen Ben und Mo einfach mit, verkleiden sich und nehmen an dem Demolition Derby teil.